deutschen Nationalkomponisten Turlo O'Carolan, so auch das letzte, das war sein Concerto. O'Carolan lebte im 18. Jahrhundert, er war seit seiner Jugend blind und erhielt ein dreijähriges Harfenstudium, finanziert durch eine Fürstin, die Arbeitgeberin seines Vaters. Nach diesem Studium zog er dann mit Harfe, Esel und Eseltreiber von Fürstenhof zu Fürstenhof und spielte und komponierte für seine Auftraggeber, nach denen viele seiner Stücke benannt sind. Er unterhielt auch Beziehungen zu bedeutenden Vertretern der Barockmusik wie Giordano und Vivaldi, wodurch seine Musik vom Stil des Barock beeinflusst wurde, obwohl die Insel, also Irland, von der Entwicklung in Europa ansonsten ziemlich abgeschnitten war. Und so haben wir eine häufig einstimmig gehaltene Musik mit barockem Einschlag. Uns sind O'Carolans Melodien erhalten geblieben, weil er sie von seinem Eseltreiber aufschreiben ließ, indem er diesem ansonsten musikalisch völlig ungebildeten Mann für die Noten anhand seiner Knopfleiste ein System gab, also jeder Knopf entsprach einem bestimmten Ton. Und diese ca. 200 erhalten gebliebenen Melodien bilden die Grundlage für die gesamte irische Folklore und werden in allen möglichen Instrumentalbesetzungen gespielt. Sie hören jetzt nochmal von O'Carolan, Betty O'Brien und Blind Mary.